herzlich willkommen zu einer kleinen Info-News. SES hat ja bekannt gegeben, das war am 19. April schon, dass sie Tag der offenen Tür haben. Das wird sein am 19. bis 20. Mai, also dieses Wochenende. Und ich werde auf alle Fälle nach Prag fahren und werde mir das mal dort anschauen. Mich interessiert es einfach mal, wie SES da so arbeitet, wie es da so vorangeht. Da sieht man hier auch schon sogar so einen Simulator. Vielleicht kann ich mich da mal reinsetzen. Und dementsprechend wollen wir denen ihren Kühlschrank noch plündern. Klar, muss so sein. Und ich werde auf alle Fälle da sein und werde mir das da mal anschauen. Vielleicht, weiß ich nicht, ob irgendjemand noch dorthin fährt, dann sieht man ja den einen oder anderen dort auch. Das bloß als Info für euch am Rande. Ich werde auf alle Fälle nach Prag fahren und mir das da mal anschauen. Und gegebenenfalls natürlich auch ist jetzt ein bisschen in Löchern. Was kommt jetzt noch 2018? Was kommt 2019? Gibt es irgendwie, mal abgesehen von der neuen Karten-DLC, gibt es da noch irgendwas, was noch ganz groß ansteht, was vielleicht noch keiner weiß? Irgendwie so ein bisschen, ja, mal gucken, vielleicht kriege ich da ein bisschen was raus. Vielleicht tun die mich da ein bisschen füttern mit Infos, mit News, die ich dann nach Hause nehmen kann und euch dann dementsprechend präsentieren darf. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Vielleicht sieht man den einen oder anderen in Prag. Ansonsten angenehmes Wochenende und bis bald, macht's gut und ciao.